liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, zuerst gibt es heute eine gute Nachricht. Zwei der drei vor einer Woche vorgestellten Shih Tzu-Hündchen haben Interessenten gefunden. Und der letzte, der ursprünglich 6 kleinen Löwen, muss sicher auch nicht mehr lange warten. Kleine Hundis haben immer die größeren Vermittlungschancen. Unsere heutige Folge widmet sich wieder Katzen, von denen es im Moment viele gestrandet in der Arche Noah gibt. Erste Vorstellung bekommt ein schwarzes Katzenmädchen, das in Gothas Eisenacher Straße gefunden wurde. Das Morle ist noch ein Katzenkind und die stark befahrene Straße in Richtung Eisenach viel zu gefährlich für ein so kleines Puzzlechen. Das Kätzchen wurde wahrscheinlich Anfang April geboren. Tierheimleiterin Katrin Mattis glaubt, dass die Mieze vielleicht aus einer der Gartenanlagen am Rand der Straße kommt. Das Morle ist sehr selbstbewusst und gar nicht so ängstlich, wie Katzenkinder üblicherweise in dem Alter sind. Vielleicht musste sie schon etwas länger allein zurechtkommen. Für das niedliche Samtpfötchen wird ein Zuhause mit Freigang gesucht. Es würde ständige Gefangenschaft in einer Wohnung nicht gut aushalten. Schön wäre eine Haltung als Zweitkatze. Dann könnte sie sich noch viel Wichtiges für ihr Katzenleben abschauen. Kleine Kinder sollten nicht in der Familie leben, denn das selbstbewusste Morle zeigt bei Unbehagen auch mal seine scharfen Krallen. Nun stellen wir einen außergewöhnlich gezeichneten weiß-roten Kater vor, der in der Arche Noah auf ungefähr ein Jahr geschätzt wurde. Er hat sich in Mühlberg einem Haushalt anschließen wollen, in dem schon mehrere Katzen leben, die von seinem Besuch aber nicht begeistert waren. Die Hausbesitzerin vermittelte den Zuwanderer innerhalb des Ortes, doch er kam immer wieder an seinen ausgewählten Ort zurück. Deshalb wurde er zur Arche Noah gebracht und ist nun in der Gefangenschaft sehr schüchtern und unsicher. Der junge Kater wurde im Tierheim kastriert und braucht ein neues Revier, wo er wirklich gern gemocht wird. Auch er soll ein Zuhause mit Freigang bekommen, weil er es wahrscheinlich gewohnt war. Da er sich selbst ein neues Heim mit anderen Katzen ausgesucht hat, würde sich das Katerchen bestimmt gut als Zweitkatze eignen. Natürlich muss die Chemie stimmen, das hat er ja nun gelernt.